Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockt Minecraft. Zu diesem wunderbaren, herrlichen Sonnenuntergang, wo wir nicht wissen, was abends passiert in der Dunkelheit. Und wir sind nicht alleine hier. Wir haben einen netten, freundlichen Herrn aus der Hölle dabei, den Lucifer. Hallo, Luzi. Hi, hi. Ja, hallo. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in eine Falle. In der Falle, in die Knalle, ab in die Falle, genau, in die Falle, da sind wir auch schon, ne? Ja, und du kannst dann langsam nach der Falle gehen, sag ich mal, hier unten einrichten. Langsam einrichten, ich bin noch oben noch gar nicht fertig. So. Ja, die Falle fällt immer noch, keine Ahnung, was du machst gerade. Aha, da ist er schon. Ja, und da haben wir den nächsten neuen Morgen. Und jetzt wollte ich mir da oben einrichten, brauchen wir das hier, wir brauchen das da. Und dann wollen wir uns mal hier einrichten. Jetzt mache ich mir mal so eine adäquate Sitzecke. Ich weiß nicht, das Wort adäquat ist grausam eigentlich, aber ist aktuell mein Lieblingswort. Luzi. Ja, kann sein. Ja, es ist eigentlich ein ganz böses Wort. Eigentlich geht es mir manchmal selber auf ein P-I-S. Ne? Noch ein S. Also da geht es mir manchmal drauf. Aber ich verwende es so gerne, keine Ahnung. Aber na gut, das sind so Dinge im Leben. Ja, das sind so Dinge im Leben. Die sind so, wie sie sind. Ja. So, müssen wir mal gucken. Hier ist der eine so über, das ist der eine so über. So kann man das machen. Ups, das war das Mikro. Ich musste mir gerade mal so ein bisschen an der Lippe oberhalb so ein bisschen kratzen. Manchmal nennt man das so. Ja, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Beleuchtungselement dahin. Und dann können wir hier mal auch noch ein Beleuchtungselement hier machen. Oder wollen wir den ein bisschen mehr in der Ecke machen? Da oder da? Ich in der Ecke mache, sieht glaube ich blöd aus, weil sich das da verbindet. Hä? Ist das nicht? Aber kann man auch so machen. Ich glaube, es ist besser. Machen wir hier mal das hier weg. Bam. Okay. Gut. Das haben wir. Da haben wir schon mal eine schöne, gemütliche Sitzecke. Und hier nach oben hin will ich auf jeden Fall eine Leiter bauen. Eine Treppe meine ich. Die Frage ist natürlich, ob an diesen Elementen auch eine Dings baubar ist. Das weiß ich jetzt nicht. Also eine Treppe wirklich baubar ist. Also eine Leiter meine ich baubar ist. Oh Gott. Leiter, Treppe, Leiter. Wer soll denn da noch durchblicken? So. Ich hoffe mal ja. Nee, geht leider nicht. Schade. Das ist wirklich schade. Dann muss ich das Ganze doch ein bisschen anders lösen. Was ich jetzt persönlich gar nicht so schön finde, dass man das anders lösen muss. Ich könnte das Ganze so lösen oder so lösen. Was waren das für komische Zwischengeräusche gerade? Was für zischende Geräusche? War wie von einem Creeper, der mit einem Schwert angeschlagen wird. Okay. Naja. Aber da du ja mit Schwert aktuell nicht rummachst, oder? Nö. Nö, dann habe ich einfach nur Blödsinn gehört. Ich könnte natürlich auch hier so die Treppe bauen, so lang oder so? So, hier so quer rüber? Boah, so wäre eine Möglichkeit. Aber nicht so. Wird das hier mit dem Glas verbunden? Nee, wird's nicht. Kann man aber hier wieder so runterfallen oder so?
Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht ganz glücklich. Bin ja mal so ein bisschen mäkelisch. So, auf jeden Fall. Okay. Nö. Babylon. Oh Gott, das haut gar nicht so hin. Ich glaube, ich muss wieder Hilfselemente bauen aus Sand und so. Ja. Okay. So, dann machen wir einmal hier einen hin. Dann kommt darunter einmal sowas hin. Ah, jetzt kommt die erotische Musik mit Dr. Exos. Ja. Los Berendondos. Ja, so geht das. Genau, jetzt komme ich hier so hoch. Genau, so kann man das machen. Und hier kann ich so ein Schrägdach oben dann raufziehen. Hier kommt dann ein Schrägdach rauf. Ja, es ist okay. Natürlich nicht perfekt. Perfekt ist es nicht. Vor allen Dingen ist es nicht perfekt, weil hier Sturzgefahr besteht. Das gefällt mir gar nicht. So können wir das machen. So, dann machen wir hier so einen Stützbalkenruf. Hier so ihn runter. Bis dahin. Ja, so kann man das machen. Ja, so sieht das so. Kann ich hier irgendwie dummy-mäßig laufen? Nö, geht nicht. Ja, so kann man das machen. Ja, das geht. Den Sandblock sollte ich natürlich da noch wegmachen. Der sieht ein bisschen komisch aus. Und ich denke mal, das sieht vielleicht besser aus, wenn ich das so mache. Genau. Ja. Das geht eindeutig ein bisschen mehr her. Es ist immer so, wie macht man eine Lösung? Wie baut man am besten was? Bin sogar fast überlegen, ob ich hier mal solche Dinger. Irgendwie auf die Zeiger aufgekommen? Vielleicht das hier nochmal so runterziehe. Joa, so kann man das machen. Joa, machen wir das mal so. Joa, das sieht schick aus. Joa, so kann man das machen. Sieht nicht schlecht aus. Dann kann man jetzt zwar keine Abkürzung mehr so nehmen oder sowas, aber ja, habe ich eh nie so verwendet, die Abkürzung, ne? Gut, dann machen wir mal die Dinger hier weg. Die Dinger weg, die brauche ich jetzt nicht. Ich brauche die Eichenbretter. Hallo Eiche! Hallo Eiche! Okay, haben wir. Oh Gott, das ist echt zu billig. Okay, Eiche haben wir. Das haben wir, das haben wir. Die Zacke brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. Das ist die Holzdruckplatte. Aber die werden wir aber so nicht hinkriegen. Nee, die kriegen wir so nicht hin. Nee, das machen wir noch anders. Das brauchen wir die dunklen Dinger. Dann brauchen wir dunklen Eichenholzzaun. Da will ich noch mal was machen. Ja, machen wir das so. Und den hier. Jetzt kommt so was Übliches wieder bei mir. Oh, jetzt kommt so was Übliches. Das habt ihr ja bei der Set schon gesehen. Genau, machen wir es so. Wobei der zweite, der rausguckt, sieht blöd aus, wa? Ja, machen wir es so. Ja, so reicht, so reicht, so reicht. Und damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht, machen wir das so. Ja, so kann man das verkaufen. Adäquate Baukunst. Haben wir das Wort wieder. Okay. Gut. Dann machen wir mal die Zaundinger hier wieder weg. Die brauche ich nämlich jetzt nicht. Und irgendwas wollte ich noch machen. Genau. Die Dinger hier. Ja. So ist das super. Sieben Dinger. Gucken wir mal, ob die noch reinpassen. Ja, bis auf einer, der passt da nicht rein. Gut. Sehr schön. Ja, genau hier hoch.
Ja, so machen wir's. Oh Gott, das ist jetzt richtig komplizierte Baukunst. Lamour. Lamour, genau. Das sind die Lemuren. Ja, die Lemuren. Was ich hier baue. Oh Gott, das ist echt fummelig gerade, liebe Leute. So, genau. So, damit haben wir wenigstens schon mal die eine Seite schon mal fertig. Juhu! Andere Seite. Oha, ich könnte wetten, es gibt einen leichteren Weg. Könnte ich wetten. Nur, ich mache immer meistens die schwierigen Wege. Ich weiß nicht warum. Und ich sehe gerade, mir fällt gerade auf, ich brauche auch nochmal dunkles Holz. Ich brauche nochmal dunkles Holz. Oh ja. Was ich alles so brauche. So. Oh, ich komme hier so automatisch rauf. Aua! Ah, ich wollte sagen, ich komme auch so automatisch rauf und dann glitsche ich dann runter. Oh Gott. Das nennt man Unfall beim. Ja, beim Bau. Da passieren ja auch oft viele Unfälle beim Bauen. Ja? Und jetzt wird es schon wieder dunkel draußen. Aber den einen Fenster-Sims will ich da. Fenster, sag ich. Den einen Dach-Sims will ich da noch anbringen. Nein! Was ist denn das? Das ist ja eine neue Form, die kenne ich so gar nicht. Okay. Okay, so, jetzt ist das. Gut. Dann geht's ab in die Falle wieder mal erstmal. In die Falle! Ja, bin schon unterwegs. Du bist schon unterwegs. Ich auch noch. Hoppala, jetzt hat wieder Mist gebaut. Oh Gott! So, okay. Und ab in der Falle. Ja! Wollen wir mal gucken, wenn der Luzi gleich auch in der Falle ist. Ich nehme mal einen Schluck Wasser so lange. So. Und gesättigt. Nee, jetzt bin ich sitt. Sitt sagt man ja, wenn man nicht mehr durstig ist. Das ist ja irgendwie so eine tolle neue Wortkreation. Ist ja super. Gut, ich brauche nochmal ein normales dunkles Holz. Eichenholzbretter. Ich glaube nämlich, dass ich keine mehr habe. Doch, ich habe hier noch Eichenholz. Oh, ich habe Glück gehabt. Oh, manchmal muss man Glück haben im Leben. Gut. Eichenholzbretter. Haben wir. Ich brauche. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Stützelemente habe ich auch. Ich hoffe, ich habe alles dabei. So, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier aber richtig ab gerade. So, 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 so. Auf der anderen Seite gleiches Spiel. Wir werden hier aber auch wieder Fenster reinziehen. Das weiß ich jetzt schon. So. Jetzt muss ich mal kicken. Wie löse ich das? Hier ist die nächste Ebene. Hier kommt die rein. Das heißt bis hierhin und nie weiter. Und das gleiche auch auf der anderen Seite, würde ich mal sagen. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Teile rauf und machen das so. Geht das auch so oder? Nee, geht leider nicht so, wa? Oder erweitert. Nee, macht er nicht. Schade, das muss ich echt hier kompliziert aufbauen alles. Oh Mann. So, machen wir erstmal Stück für Stück und dann werden wir mal sehen, wie hoch das geht hier. Ja. Das heißt, das geht einmal bis hierhin. Genau. Dann haben wir hier nochmal das Stück hier. Gott, das erinnert mich jetzt an wirklich alte Bausession, wo ich Dächer gebaut habe ohne Ende. So. Ja. So, wie haben wir da? Da haben wir es so, da haben wir es so. So, das machen wir bis hierhin. Dann kommt hier so ein Ding hin. Dann kommt dort so ein Ding hin. Hier kommt dann das hin. Das heißt, wir machen mal bis mindestens so hin, so zu.
jeden Fall. So ein super Fenster hat man ja oben im Dachgiebel eher sehen. Seltener. Ey, das ist die Seltener. Kennt ihr die Seltener? Nee, war ich kenne die auch nicht. Die hat sich bei mir noch nicht vorgestellt, die Seltener. Luzi amüsiert sich auch gerade über die Seltener. War Luzi? Ja. Ja, Seltener ist doch eigentlich eine nette Mädel. Das ist übrigens die Schwester von der Badesta. Ja, das ist die Schwester von der Badesta. Ja. Ihr alten Skyrim-Spieler, ihr wisst ja schon, wer die Badesta ist. Hä? War doch Badesta, wa? Ja. War Badesta. Gut, nicht, dass ich irgendwelchen Driss erzähle und die Leute denken, der zählt nicht hier. Ja. Badesta, die russische Zarenkönigin. Ja, nee, Zarenkönigin ist ja doppelt gemoppelt. Weiß das Schimmel, wa? Luzi? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? Zarenkönigin. Klingt nur irgendwie cooler, wa? Zarenkönig, ja? Es ist genauso wie bei dir Meister der SQL Superdatenbankverwaltung, Ja. ne? Du magst SQLs nicht mehr, wa? Kann ich gar nicht verstehen, warum. Ich auch nicht. So. Ja, ich muss echt gleich überlegen, wie mache ich das mit dem Dach. Hier oben wäre noch eine Möglichkeit, dass ich doch mal eine Minispitze mache. Dann würden die sich da treffen. Ja, ich muss echt mal gucken, das wird noch kompliziert. Oh, jetzt höre ich wieder Kornfeldmusik. Kennst du Kornfeldmusik? Nee. Ist jetzt aber nicht mit Jürgen Drews ein Bett im Kornfeld, das ist wieder was anderes. So Westernfeldmusik ist das gerade so. Ach so. In Deutschland würde man sagen, das ist ja, ja, sag mal hier, na, Dingsmusik. Volksmusik. Ja, genau, Volksmusik, genau. Das ist es ja. Volksmusik. Hier ist es ja dann die Helene Fischer. Ne? Wobei, die wollte ja angeblich nie Volksmusik singen, wa? Ja. Ja, hat sie nur gemerkt, da macht man mehr Geld mit. Ne? Ganz genau. Das nennt man dann Marktorientierung, ne? Oh, schon wieder Mist gebaut. Was baue ich denn hier für einen Dreck zusammen? Das ist hier kein Qualitätsbau hier. Das ist hier einfach so hingeklatscht hier. So, Herr Lucifer. Hier ist Schluss mit lustig. Aua! Das waren meine Knochen. Weißt du noch, wie ich mir in DayZ da die Knochen gebrochen hatte und gestorben war und keine 8 Minuten später meine Leiche wieder hatte? Ja. Der Vorteil war natürlich dabei gewesen, dass ich dann ja auch nicht mehr hungrig war, wa? So auf die Art. Ja, also manchmal hat ja auch so ein Toto so ein bisschen seinen Vorteil. Zumindest in der digitalen Version, ne? Ja, das stimmt. Ja? In der echten Version ist das ja mit dem Respawn immer so eine blöde Sache. Das klappt noch nicht so gut. Ja, aber da hast du Vorteil, dann brauchst du keinen Mensch mehr. Dann siehst du auch keinen Mensch mehr. Ja, aber ich muss mal sagen, außer wenn du Inder bist. Toll. Wenn du Inder bist, hast du ja auch einen Respawn. Oh, was ist das für ein Dreck? Das haut hier nicht hin. Ich habe gerade echt Probleme bei meinem Dachbau. Das ist echt nicht easy gerade. Man muss sie vielleicht ein bisschen weiter tiefer ziehen? Ja, dann geht's. Ja, also als Inder hast du ja so den Vorteil, dass du ja dauernd einen Respawn hast, wa? Ha? Ja. Hast du das schon mal mit beschäftigt? Nein. Nee, solltest du mal machen. Ist vielleicht eine interessante Alternative, falls du mal vorhast, öfters zu sterben. Ja. Ist auch eine blöde Mischung. Stell dir mal vor, du bist Taliban, ja? Du willst so einen Selbstmordanschlag machen, kannst du ja nur einmal machen, wa? Ja. Wenn du Inder wärst, dann hättest du ja öfters einen Respawn. Das Doofe ist, aber wenn du Inder bist, machst du ja keinen Selbstmordanschlag. Ja. Das ist irgendwie blöd, wa?
ist schon uneffektiv da, ne? Das ist ja so wie bei diversen Shooter-Spielen. Du willst ja auch gucken, dass du nach Möglichkeit irgendwie hohen Stat-Padding hast, wa? Schon. Ja. Es würden natürlich Menschen sagen, hey, darüber macht man keine Witze. Nee, macht man nicht, mach ich dir. Oh Gott, ich habe ein Problem. Nee, doch nicht ganz. Ich habe noch ein paar hier. Ich wollte schon sagen, mir gehen die Dachgiebeln aus. Mir gehen die Dachgiebeln aus. Ganz böse. Ist auch übel, wenn einem die Dachgiebeln ausgehen. Kennst du das Gefühl? Nein. Nee? Sind die dir noch nie ausgegangen? Nein. Na, warte mal ab, wenn du lange genug Minecraft spielst, dann gehen auch dir die Dachgiebeln aus. Ist immer sehr unangenehm, wenn die dann immer weniger werden. Wenn du dann auf einmal auffällst, ups, du musst doch noch mal runter vom Dach, weil dir sind die Dachgiebeln ausgegangen. Ich gebe mir gerade echt Mühe mit dem Dach hier. 20 Dachgiebeln habe ich noch. Ich glaube, die reichen nicht, Luzi. Die reichen nicht. Kann passieren. Das ist aber schade. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Warte mal, hier ist blöd. Das sieht bestimmt blöd aus von unten. Das sieht wirklich blöd aus. Ich mache das so mit dem Dach. Ja, machen wir es so. Ja, so machen wir es. Oh Gott, ich könnte wetten, hier fehlt nur ein einziger Dachgiebel. Ein einziger. Oh Mann, oh Mann. Hier fehlt wirklich bestimmt nur ein einziger oder so. Naja, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Macht die Sache aber selten nicht trotzdem schöner. Oh Mann, ist das fies. Ja, eins und zwei. Ich brauche noch eins, zwei, drei, vier, fünf Dachgiebeln. Aua, Knochen. Fünf Dachgiebel brauche ich noch. Okay. Ist eine Sauerei eigentlich. Fünf Dachgiebeln, fünf Dachgiebeln. Oh, ich habe noch Eichenholzbretter ohne Ende. Joa, so viel dazu. Vier Dachgiebeln, ich baue noch mal hier ein paar. So. Dann habe ich 8 Dachgiebeln. Und ich hoffe, dass ich meinen Sand dabei habe. Oh, nee. Das wird nichts mit Dachgiebeln bauen, weil das wird gerade Nacht. Das heißt, wir gehen einmal in die Falle, Luzi. Okay. Ja. So, einmal die Türe zu und behende ins Bett. Nee, noch nicht. Wieso noch nicht? Moment. Im Moment, sagt er. Aha. Spannung steigt. Ich werde mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, so kann man es machen. Oh, ein Schluck Wasser. Gleich fertig. Ja, keine Panik. Ist ja schon die halbe Nacht vorbei. Lecker! Morgen! Das hindert schon ein bisschen, ne? Was hindert? Das Jetzt schlafen gehen? dauert das. Ja. Joa. Es geht schon ein bisschen auf den Sack. Es geht ein bisschen auf den Sack. Oh. Ja, das geht ein bisschen auf den Sack. Ja, so ist es da. Er hat noch gar nicht lange Minecraft gespielt und dann sagt er solche Sprüche. Das ist ja nicht mehr normal, ja? So, dann machen wir hier mal das Sand ein bisschen weg. So, da wollen wir mal kicken, dass hier die Minecraft-Blöcke hier vielleicht reichen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja. Das Dach ist fertig geworden. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja, hier kann ich kein Licht aufmontieren. Was ein bisschen schade ist. Schade! Ja,
Jetzt muss ich hier irgendwo runterspringen, wo es nicht so böse wehtut. Ich denke mal, ich springe hier auf meinen Balkon. Aua. Ein bisschen hat's wehgetan. So, dann machen wir mal hier den Balkon zu. Und dann gucken wir das uns mal hier an. Weil ich mir das hier angucken kann. So, dann machen wir mal hier die Sandblöcke weg. So sieht's schon mal hier drinnen aus. Also es ist ungefähr so, wie ich es mir echt vorgestellt habe. Sieht eigentlich ganz angenehm aus. Kann man so stehen lassen. Hier unten in der Ecke kommt man natürlich nicht ran. Das ist eine tote Ecke. Ich werde hier unten aber Beleuchtungselemente reinsetzen. Das ist dann so ein bisschen für die kuschelige Beleuchtung. So indirektes Licht. 1, 2. Dann machen wir hier so. Boah, können wir so machen. Ja. So, jetzt hier. Halt, hier ist der falsch gesetzt. Ja, so machen wir das. Hier oben kommt nicht mehr Beleuchtung rein. Das lassen wir hier so ein bisschen schummrig. Ich werde, glaube ich, hier oben so eine Art Pseudo-Kornfeld machen. So, hier so Teppichelemente in Gelb oder Orange. Den kann man hier oben heiße Liebe machen, ne? So. Ich brauche hier noch so Seitenelemente, dass man hier sich nicht verletzt beim Hoch- und Runtergehen. Das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Dann machen wir mal die anderen Holzelemente weg. Nehmen wir den Eichenholzzaun hier mal mehr. Der macht sich ja mal sowieso mal ganz gut. Jetzt erstmal hier hoch. Dann machen wir mal hier Zaunelemente ran. Also nette Zaunelemente. Ja, so wird es ja schön. Das funktioniert. Und das machen wir hier auf alle Fälle hier und dort richtig Fenster rein. Ich weiß nicht, ob ich die Fenster wirklich auf voller Größe reinziehe. Oder ob ich die nochmal irgendwie kleiner mache. Kannst du durchsichtiges Glas machen? So wie bei uns im Haus ist, ja. Was brauchst du dafür? Sand. Sand? Ja. Okay, ich habe aber noch ein paar Fensterelemente, die direkterweise fertig sind. Hast du jetzt überhaupt unser Haus mal angeguckt, damit du das überhaupt mal siehst? Ich weiß es nicht. Ja, hab ich noch nicht. Ja, dann komm mal her. Wie gesagt, es ist die oberste Etage gerade fertig geworden und die ist richtig schick geworden. Ich bin überlegen, ob ich auch so vielleicht nochmal so eine Art Kronleuchte reinziehe, obwohl ich will gar nicht so viel Beleuchtungselemente reinmachen. Ich werde hier in der Mitte aber noch so ein Stützbalken-Dings reinziehen, dass es so aussieht, als ob hier noch ein Stützbalken drin hängt. Ich muss jetzt mal kurz warten, bis ich den Raum jetzt hier fertig habe. Keine Panik, Luzi. Mensch. Ich bin da ganz stressfrei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Ja, machen wir die hier rein. Dann haben wir da auch mal so einen Stützbalken-Dingsbums. Dann sieht das hier so aus, als wäre da ein Stützbalken-Dingsbums drin. Ja. So sieht das dann aus. Wie ein Stützbalken-Dingsbums. Okay. Schnupp, schnupp. Ja. Hier am Bau. Mit der QVC-Gartenkralle. Oh Gott, wenn der das Video sieht. Da gab es damals einen Spieler in Anarchie Online. War ein ganz toller Spieler. Ist aber jetzt nicht der Luzi. Der hat ja nie Anarchie Online gespielt. Es gibt auch andere tolle Spieler. Also nicht nur Luzi ist ein toller Spieler, es gibt auch andere tolle Spieler. Und der hatte die QVC-Gartenkralle als Helm. Das war die Krattier Tier 3 oder so. Tier 3, ja. Ja. Und Shadowlense. So, hier bauen wir jetzt, wie gesagt, gerade noch ein paar optische Stützelemente ein, damit das Ganze hier... Ja, es fehlt mir natürlich wieder ein bisschen Material. Ärgerlich. Aber ich denke, wir können uns noch was bauen. Was haben wir denn da? Bauen, 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 bauen. Ach, wir haben ja noch Eichenholzelemente. Ja, ist doch alles da. Ist doch alles super. Ja, wir haben noch Material da. So. Gut, eh mal da und da, der gleiche auch. Ich glaube, wenn ich da noch hier verbinden würde oder so, das würde zu viel werden. So sieht das wirklich noch realistisch aus. Und dann machen wir, wie gesagt, hier so ein paar Teppiche oben hin.
Dann kommt noch direkt Wolle hin, dass man hier so ein bisschen gemütlich hat. Das ist sozusagen die Kuschelecke hier oben. Und auch da mit diesem tollen Ausblick. Also, dieser tolle Ausblick, ich mache mal hier mal die Werkzeuge ein bisschen weg, damit es ein bisschen sauber aussieht. Also, dieser tolle Ausblick, ich muss mal sagen, das ist wirklich so schön Hüttenzauber-Atmosphäre. Das sieht schön aus. Ah, jetzt, wo man hier auch so ein bisschen freien Blick hat, da unten sieht man auch mal den Opferplatz für die Jungfrauen. The Fireplace sozusagen da unten. Und auf der anderen Seite, wir springen mal hier auf den Fenstersims ein bisschen hoch oder so, mal gucken. Ja, auch ein schöner weiter Blick, auf jeden Fall. Ja, alles so ein Biom. Es ist ein ziemlich großer Biom, den wir hier spendiert bekommen haben. Wahnsinn. Echt Hammer. Hammer-Biom. Also ich bin richtig froh, dass wir hier so einen schönen Biom bekommen haben. Also es gibt ja auch diese anderen Biome, wo es zwar nettes Material teilweise gibt, aber es sieht nicht so schön aus, ja? So, dann wollen wir mal eine Kleinigkeit essen. Und wo ich schon gerade beim Thema Essen bin, machen wir gleich mal erstmal hier Zeug weghauen. Weil ich möchte dann definitiv, ja, kurz mal wieder ein bisschen Farmarama machen. Ohne Facebook, wohlgemerkt. Hab ja gar keinen Facebook-Account. Nee, hab ich nicht. Nee. Bin ja da recht Facebook-frei. Aber ich habe Luzi mal gesagt, so scherzhafterweise, wenn ich irgendwann mal 1000 Abonnenten habe, jetzt wisst ihr das dann auch, werde ich einen Facebook-Account machen. Ja. Und ich weiß ganz genau, ich werde nicht die Problematik haben, dass ich eine Haar machen müssen, weil ich glaube nicht, dass ich mit meinem Account 1000 Leute erreiche. Hier, mit meinem YouTube hier. Da gibt es ganz andere Spieler, die schon viel mehr auf dem Kasten haben. Ja, genau. Also von daher mache ich mir keine Sorgen. Ich werde auch in Zukunft weiterhin ohne Facebook auskommen. Da mache ich mir echt keine Sorgen. War Luzi? Wie du meinst. Ja, wie du meinst. Also, wie gesagt, also, aber dazu stehe ich dann. Also, wenn das wirklich dann passiert, dass ich dann 1000 Abonnenten habe, ja, Pech habe, dann muss ich halt Facebook machen. Es ist so wie bei Wetten, dass, weißt du, man muss halt dann dazu stehen. Aber ich denke mal, das wird mir nicht passieren. Da bin ich ganz beruhigt. Oder es wird mir so 3 Tage vor meinem Tode passieren. Weißt du, wenn ich irgendwann mal so Rentner bin und irgendwann so 90 Jahre alt bin, ne? Dann, man sagt ja so, Internet vergisst ja nie. Dann sagt er, ja, du hast aber da mal gesagt, wenn du 1000 Abonnenten hast. Jetzt habe ich 1000 Leute, Rentner, gesagt, die sollen hier abonnieren, weil sie im gleichen Seniorenheim wohnen wie du. Und jetzt musst du halt, ja, Facebook machen, ja. 3 Tage später bin ich dann tot, weil ich mich über die AGBs von Facebook so aufgeregt habe. Das ist nicht lustig, Luzi, ja? So, das ist Korn, das Korn, das Korn, das Korn. Man nannte das Korn auch Korn Julio. Kennst du Korn Julio? Nee. Du kennst Korn Julio nicht. Oh Gott. Ich dachte, ich kenne wenig Filme. Also, wenn du nicht Korn Julio kennst, ja, dann weiß ich nicht. Das sollte man kennen. Korn Julio ist schon, der ist schon immer. Er ist wie Chuck Norris. Das muss man kennen, ja? So, bis dahin. Und das gleiche nochmal auf der Seite. Habe ich jetzt hier nur zweites Mal? Habe ich es ein zweites Mal? Ach, die Truhe steht asymmetrisch drauf. Ja, ich glaube, ich muss die Truhe ändern. Das geht ja so nicht. Die Truhe ist asymmetrisch. Kennst du das? Asymmetrisch? Ja. Das gefällt mir nicht. Asymmetrisch, das geht ja gar nicht. Also machen wir mal die Truhe wieder zusammenbauen hier. Bäm. Und gib ihn eins. Bäm. Okay. Truhe, Truhe. So, dann kommt hier Ditterin, dann kommt Brot rein. Dann, oh, es wird wieder dunkel. Sehe ich gerade. Es wird schon wieder dunkel. Moment, das ist so schnell wieder dunkel. Ja, keine Ahnung, warum das wieder so dunkel wird. Ja, ich lege mich schon mal in die Falle und mache hier Aufnahmestopp, weil ich sehe, wir haben wieder 34 Minuten, 35 Minuten. Ich habe überzogen ohne Ende. Ja,
Luzi und ich wünschen euch alle einen schönen Tag und gerne bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, macht ruhig mal ein Däumchen hoch. Wenn ihr Ideen, Kommentare, Vorschläge habt, was wir hier so Schönes bauen können. Ich habe ja auch einige Ideen noch, aber ihr habt bestimmt noch viel bessere Ideen. Ja, schreibt es unten rein. Ich werde die eine oder andere Sache definitiv auch gerne umsetzen. Also, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.